Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Transference. Wir sind jetzt im Esszimmer und haben herausgefunden, dass es irgendwas mit Kristallen zu tun hat. Zumindest hat das Raymond im letzten Video gesagt. Es liegt an den Kristallen. Und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal ein bisschen hier im Raum um und gucken, ob wir dann vielleicht noch ein paar Infos bekommen. Vielleicht müssen wir uns sogar selbst einen Kristall drucken. Wir gucken mal. Ich würde erstmal kurz die Schränke und so durchgucken, weil hier, genau, hier war nämlich noch ein USB-Stick. Neues Log verfügbar, dann gucken wir auch gleich rein. Wenn es nicht das ist, was wir schon in der letzten Folge gesehen haben. Es gibt keinen Erfolg ohne Fehlschlag. Ablehnung der Patenteinreichung. Transference Machine. Also die Transfermaschine wurde abgelehnt. Warum verstehen Sie nicht? Ablehnungsschreiben. NSF Grant. Hm. 2000 IT. Forschungsordner. Mit Notizen. Okay. Aber vielleicht später nochmal. So. Gucken wir gleich mal. Nach dem Log. Oh, jetzt habe ich natürlich die Nummer nicht gemerkt. Das letzte war es nicht. Wenn es nicht das sein soll, dann gibt es hier einen kurzen Cut zu dem Video, was neu dazugekommen ist. Hallo, Ben. Nein, das hat man schon. Okay, wenn ich so zurück kann, dann bleibt es auch gleich drin. Ah, okay. Gut, das ist das, was wir schon gesehen hatten. Dann haben wir das jetzt sozusagen für unsere Unterlagen noch. Bevor ich den Drucker mache, würde ich mich trotzdem erstmal gern nochmal umgucken. Ein Bild der Familie Hayes. Raymond, Cat und Benny. Ich habe einen Fehler gemacht. Einen schrecklichen Fehler. Okay. Peer Review mit Professor Daniels. Meet Professor Daniels am 5.7.2011 um 17 Uhr. Kleinen Moment. Okay. Kurz geschaut, ob die Aufnahme läuft. Ein Preis hat er gewonnen. Lobende Erwähnung. Doktortitel verliehen 2009. Computer Science. Institute of Technology. Physik ist gleich Verhalten, ist gleich Musik, ist gleich Mathematik. Dad ist jetzt ein Doktor. Naja. Er hat's gut gemeint. Letztendlich hat er's gut gemeint. Immer der eine. Immer die meine. Kaffeetasse. Sagt er auch noch was dazu? Kaffeebecher, nein. Kommen wir hier wirklich raus? Ich kann das noch nicht so ganz glauben. Doch, wir kommen wieder raus. Und ja, ich gehe gleich zum Drucker. Hast du meine Frau gesehen? Oh, kurzer Herzinfall. Nein, habe ich nicht. Aber ich weiß, wir haben die Buchstaben noch, die wir anbringen müssen. Ja, auf jeden Fall gibt es hier auch jede Menge wieder zu erforschen, aber ich mache erstmal den Drucker. Der letzte Buchstabe. Schick. Dann machen wir das gleich mal. Also es ist doch Leica. Wir haben in der letzten Folge noch ein L und ein A gefunden. Und hier ist nicht das Passwort drauf. Ich muss dann wieder wechseln, ne? Okay, machen wir gleich. Dann lass uns hier erstmal noch ein bisschen umschauen. Ich lege das mal wieder zurück. Am Rechner konnten wir jetzt nichts mehr machen, oder? Nein, gut, dann gehen wir erstmal in die Küche.
Das sind aber alles Dinger, die hatten wir schon gefunden. Beobachtungen stören nicht nur das, was sie messen sollen, sie erzeugen es erst. Multiple Perspektiven gleich Instabilität. Hol die Lebensmittel ab. Abendessen um 6, liebe Ray. My birthday. Nee, es sind nicht die Dinger. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Mein Geburtstag. Institut ebnet den Weg für Neurowissenschaften. Die Boston Daily. So wie das aussieht, ist der halt auch... Das Diktiergerät. Ist er auch allein zurückgeblieben, oder? In der richtigen Welt. Diesmal sagt niemand etwas. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich hab dir was geschrieben. Ich weiß, das macht es nicht wieder gut. Das ist das Gedicht, oder? Ich hab dir immer Gedichte geschrieben. Also, ich weiß auch nicht. Hab ich dir geschrieben? Er hat geschrieben. Viel zu lang. Hat dir im Unrecht recht. Die Mahnungen. Hat stets das Beste, Dominik. Die Frau an seiner Seite. Vergib sie die schlechten Zeiten. Jeden Weg würde er ihr ihm für jetzt und für die Ewigkeit. So bitte, Kat. Ich verspreche, ich bessere mich. Ob du dich letztendlich gebessert hast oder nicht, siehst ja, wohin es geführt hat. Okay, das kennen wir alles schon. Ich guck trotzdem nochmal schnell ins Musikzimmer und ins Wohnzimmer. Bei der Zeitung hier unten bin ich mir gerade... Nein, so würde ich schon kennen. Wie Musik das Gehirn heilen kann. Doch, das kennen wir schon. Das sind Notizen, das ist eine Mahnung, die virtuelle Realität. Ich kann einmal kurz schauen. Das könnte neu sein. Warum Bilder uns helfen, Kontakt aufzunehmen. Und ich mach das für uns. Stirb, mein Schatz, stirb. Okay, das ist etwas skurriler. Hier liegt noch ein Foto. Es gibt einen besonderen Ort, nur für uns. Eröffnung des Musikgeschäfts. Zum Music Store. Opening Day. Sind die Besitzer des Harmony? Ja, stimmt, da war das Rote drin. Okay, dann holen wir uns mal den Buchstaben und wechseln die Welten. Ja, der Buchstabe war hier. Und los geht's. Aber hier kommen wir jetzt... Sie ist noch nie weggelaufen. Okay. Oh, jetzt sind aber die anderen auch wieder weg. Aber wir können es jetzt zusammensetzen. Leica. Ich glaube, das Wesen ist irgendwo. Und das letzte A. Und das müsste vor der Tür sein. Stand gerade, hat uns angeschaut, aber es kam nicht näher. Nun gut, ich hoffe jetzt... Dein Papa habe ich gesehen, deine Mama noch nicht. Sie sind hier irgendwo.
Ich finde sie nicht. Ich hab deinen Papa gesehen, aber... Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe nicht, dass wir das Monster jetzt damit freilassen. Okay. Dad, was ist denn los? Einen Moment, komm rein. Einen Moment, okay? Du musst mal. Du wirst sie bald sehen, okay? Halt einfach still. Vor langer Zeit, in einer sehr nahen Galaxie, beide gingen zur selben Schule. Der verrückteste Wissenschaftler der Welt. Okay, ist das bequem? Prototypen, nicht wahr? Auch auf die allerschönste und talentierteste Musikerin der Welt. Erforsche dies, erforsche das, bla bla bla. Und sie kreierten mich, Benjamin Hayes. Ich wünsch, das könnte sein wie früher. Oh, mir kommt eine dunkle Vorahnung. Kann es sein, dass er deshalb daran gearbeitet hat, an diesem Transfer, weil sein Sohn todkrank war? Oder vielleicht einen Unfall hatte? Gut, das tut mir leid, aber das Foto würde ich mir trotzdem nicht ins Kinderzimmer hängen. Das... T-Rex. Tut mir leid, aber das ist schon gruselig. Aha, klassische Konzerte 2008. Catherine Hayes hat sie ein Konzert gegeben, die Mama. Fünfjährliche Wissenschaftsmesse 2007. Hat da Benjamin mitgemacht? Programmieren lernen für Anfänger. Scratch. Ein Spielzeugbäcker. Ja, Mr. Schublade, du kommst noch. Ein bisschen mehr Zeit. Sand aus San Francisco. Mathearbeit. 99%. Sehr gut. Seine Mütze in San Francisco. Hirnforschung für junge Entdecker. Spielzeugflugzeug. Eine Sofortbildkamera. Ah, eine Spielzeugkamera. Mega-Bass-Button. Okay. Vielleicht so ein programmierbarer Roboter. Und off. Und einfach nur ferngesteuert. Gut. Dann. Kannst du mich hören? Walkie-Talkie mit Aufschrift Big Ben. Das ist das, was wir gehört hatten in den letzten Folgen. Okay, dann machen wir mal die Schublade auf und schauen, was sich da drin bewegt. Erstmal die unterste. Nein. Professor Strong. Die Abenteuer von Professor Strong. Volume 1. Okay. Na dann. Ah, die Kristalle. 87,31 Hertz. Sieht schon cool aus. Ich
Frage ist nur, wo... Hallo, entschuldigt bitte. Nachdem ich die Aufnahme beendet habe, habe ich festgestellt, dass ungefähr 2 Minuten am Ende nicht aufgezeichnet wurden. Warum auch immer. Irgendwie habe ich das bei dem Spiel hier ab und an. Da muss ich nochmal schauen, woran das liegt. Ihr habt nicht so viel verpasst. Wir haben den Kristall eingesetzt in das Gerät und hatten nochmal eine Vision von Benny. Der meinte, mein Geburtstag ist immer noch. Und sind dann wieder in diesen einen Zwischenraum gekommen. Mit dieser Tür, das aussieht wie im Keller, mit diesen 3 Fernsehern in der Ecke, wo wir dann verschiedene Aufnahmen von Catherine gesehen haben, die Mutter. Nicht viel, nur wie sie ein Instrument spielt und im Bett liegt und ihr zu ihrem Sohn sagt, schlaf jetzt. Sie wirkte schon ein bisschen verstört. Und danach, nachdem wir dann die Tür sozusagen geöffnet haben in diesem Raum, kamen wir, und das zeige ich euch noch kurz, hierher. Wieder in die Wohnung, aber anscheinend jetzt in Catherines Welt. Also wir waren sozusagen in den vorherigen Folgen immer wieder bei Benjamin in der Simulation und bei Raymond in seiner Simulation oder in der realen Welt, in Anführungsstrichen, und sind sozusagen jetzt bei Catherine angekommen, und Benjamin meinte, noch zu uns, wir sollen seiner Mutter helfen. So. Und damit habe ich mich auch die Folge beendet. Habe gesagt, Catherine schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und an dieser Stelle würde ich sagen, beende ich erstmal die Folge. Auch wenn sie ein bisschen kürzer ist. Sie wird jetzt auch ein bisschen kürzer sein. Bitte entschuldigt, dass das letzte Stückchen der Folge nicht aufgezeichnet wurde. Ich gucke hier nochmal, bevor ich die nächste Folge aufnehme, woran das liegt, damit das nicht nochmal vorkommt. Und würde trotzdem an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.